Guten Morgen, willkommen im Wald. Immer noch 20 Kilometer nördlich von Neisner. Hier in Peace of Eden an unserem wunderschönen Seerosenteich. Okay. Ich habe mal die Karte mitgebracht. Schauen wir uns mal an, was wir heute machen. Peace of Eden. Fahren wir runter nach Neisner an der Neisner Lagune vorbei. Und dann fahren wir mal ungefähr so, naja, ich sage mal 10 Kilometer raus aus Neisner. Schauen wir uns da was Interessantes an. Da gibt es dann mehr Informationen später. Und dann geht es hier runter an das kleine Küstenstädtchen vom Nozzi. Ganz interessant, da unten hat es Burgen, also im europäischen Design. Dann geht es zurück nach Neisner, dann schauen wir uns die Neisner Heads an. Wilderness. Da ist was ganz Interessantes. Da hat es eine wunderschöne Eisenbahnbrücke, die übers Meer drüber geht. Und dann fahren wir zurück und dann schlafen wir heute Nacht hier in einem kleinen, an einem kleinen See, der heißt Rondeflay. Relativ wenig Kilometer, aber relativ viel Stops. Also ein interessanter Teil und mit Sicherheit der interessanteste Teil, für mich zumindest, der Garden Route. Also, let's go! So, jetzt geht's weiter. Das morgendliche Schöngefühl. On the road again. Auf zu neuen Abenteuern. Fast da. Ich habe euch ja erzählt, dass das hier mal alles ganz, ganz dichter Wald war. Vor und während des Holzfällerbooms hier allerlei afrikanisches Wildlife, Tierleben bestanden hat sozusagen. Ne? Die größten der Tiere, die hier im Wald rumgelaufen sind, waren Elefanten. Und hier in der Nähe von Neisner, ungefähr 20 Kilometer östlich, gibt es eine Rehabilitationseinrichtung, ne, die sich dadurch finanziert, dass Leute wie ihr dahin gehen und sich das mal anschauen. Schauen wir mal, ob wir einen Elefanten sehen. Cool. Welcome to Neisner Elephant Park. Das ist noch ziemlich früh in der Früh, ungefähr 9 Uhr. Das heißt, das ist jetzt gerade rechtzeitig zum Frühstück. Frühstück habe ich auch dabei, einen Eimer voll Früchte. Und dann lassen wir sie mal reinhauen, die Jungs. So. Jetzt gibt es einen Kürbis und eine Karotte. Ja, du hast schon. Du kriegst ja auch ein bisschen. Ja, good boy. Kürbis und Birne. Lecker, lecker. Nein, du hast schon gekriegt. Nein, naughty boy. Jetzt gibt's. Nein, you're very naughty. No, this one gets it now. Kürbis? Hui! Very nice. Mm. Very nice. One more pumpkin. One more pumpkin. Here we go. Very nice. And one more carrot. And one more carrot. So, here's my friend Joel. Good morning, everyone. You're welcome at Neisner Elephant Park. Joel is my name. And I'm gonna be the guide to my friend here. Joel und ich, wir schauen uns jetzt mal die Sally an. Wie gesagt, das ist einer der älteren Damen hier im Park.
und ja, da kommen wir auch relativ nah hin, die ist auch sehr freundlich. Und ja, der Joel hat gesagt, momentan haben sie 8 Elefanten hier im Park. Actually, you might be wondering, why do we have elephants down here at National Elephant Park? You get mainly this park. It is an elephant rehabilitation center. So that as we only tend to adopt elephants throughout different tragedies which might befall them in the world as little babies, as we try help grow an elephant to an extent such that it's old enough to find its own meal, defend itself, we can do rehabilitate it back into the world. Once you walk, you walk along with it. Die Haut ist natürlich ganz dick, ne? Dick heute, ne? Rau, aber samtig, ne? Also voller feinen Schlamm, das ist, hilft für die Moskitos und Ungeziefer. Ohren auch ganz sehr samtig und riesig, die Ohren. Ne? Also das ist ja der Hauptunterschied zwischen asiatischen und afrikanischen Elefanten. Die Ohren sind wesentlich größer, ne? Und der Körpergewicht ist natürlich, Körpermasse ist auch wesentlich größer. Sally, you're such a pretty girl, Sally. With your nice eyelashes. Very pretty. Very pretty. Amazing. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cool. Also, jetzt geht's weiter. Mein Freund Joel. Thank you very much, my friend. It's a pleasure. It was really nice and also quite educational to learn a few things from you. Pleasure. Danke schön. Bitte schön. Oh, Joel. Der Joel spricht auch noch Deutsch. Ne? Das ist ja unglaublich. Yes. Very good. So, I'm going back and I leave you with your beautiful creatures here. Yeah. And hopefully I see you next time when I come with a big group. You're more than welcome. We'll always be there. Thanks, man. Cheers. So, Neisner Elephant Park. So nahe kommt man Elefanten eigentlich in Afrika eher selten. Und ich habe mir gedacht, das ist mal was Schönes und auch schön, dass ich das mit euch teilen kann. Und jetzt geht's weiter zurück Richtung Neisner. Ja, um nach Nozi runterzukommen, muss man durch so ein kleines Township fahren. Das ist am östlichen Ende von Neisner. Das ist wieder mal so eine informelle Siedlung. Tatsächlich Leute aus dem östlichen Kap, die hier versuchen, irgendwie ein Auskommen zu finden. Ne? Jetzt hänge ich aber fest. Ne? So, willkommen am Indischen Ozean, der Strand von Nozi, ungefähr 3 bis 5 Kilometer nördlich von Neisner. Menschenleer, vielleicht 2, 3 Leute hier, super schöner weicher Sand, Sonnenschein, perfekt. Aber der Hauptgrund, warum wir hier eigentlich sind, liegt hinter mir. Schaut euch das einmal an. Hier hat's am Strand des Indischen Ozeans 7 Burganlagen, die als Privathäuser natürlich gebaut sind, aber irgendjemand hat einmal damit angefangen und fand es gut. Und hier also hier ist lauter Burgen, die im europäischen Stil so mit Bruchstein und so gebaut wurden. Fantastisch hier am Strand. Also Südafrika wie immer ein Land voller Gegensätze und das zeigt es hier besser wie nirgendwo. Da drüben ist sogar eine deutsche Fahne auf der Burg obendrauf. Ja, es kann sein, dass da ein Deutscher ist, der das Burgleben hier am Strand irgendwie 2 Träume gleichzeitig wahr macht. Ja.
So, jetzt geht's wieder rauf vom Nozzi Beach. Also wenn ihr hier mal selbst fahrt, auf keinen Fall hier runterfahren. Ne? Selbst mit dem Motorrad, ich habe 3 Leute gebraucht, dass ich umgedreht habe. Ne? Das ist so eng und auch sandig unten. Schweine sind immer noch da. Ja, so lebt die andere Seite leider. Bisschen zugemüllt, sehr einfache Unterkünfte, also im Prinzip nur altes Holz und zum Teil Treibholz. Und so, jetzt geht's rauf zu the heads, also die Heads, die Köpfe. Das heißt, das sind diese 2 Landzungen, die diese Lagune quasi versperren, aber trotzdem bricht in der Mitte noch ein, sag ich mal, unter 100 Meter breiter Kanal durch, in dem die Wellen vom Indischen Ozean dann reinkommen in die Lagune und dadurch das alles vermischen. Ne? So, die Neisner Heads. Ja? Wie gesagt, 2 große Felsmassive, die hier fast zusammenkommen, aber nur fast. Und dadurch ist es möglich, dass das Wasser vom Indischen Ozean reingeht in die Lagune von Neisner. Ne? Also es ist eine faszinierende Aussicht hier. Da unten schwimmen Haie rum, die schwimmen manchmal in die Lagune rein, wieder raus. Wahnsinns Tierleben. Hier geht es dann raus aus der Lagune in den Indischen Ozean rein. Und hier ist die Lagune, schauen wir mal, ob wir ein bisschen einen besseren Blick kriegen. So, das war jetzt die mehr zugewandte Seite und das hier ist die Lagunenseite von der ganzen Geschichte. Da unten hat es dann auch Thiessen Island und Leisure Island. Da erzähle ich ein bisschen was später drüber. Und es schaut aus, wie wenn hier ein paar deutsche Besucher sind. Hallo, wie geht's euch? Ihr seid jetzt im Fernsehen. ja, Neisner Lagune, wunderschön. An einem Tag wie heute auf alle Fälle ein Besuch wert. So, jetzt geht's nach Leisure Island. Das ist jetzt eine kleine Insel, die mit so einem kleinen Steg, naja, Straßensteg, mit dem Land verbunden ist. Ja, schön hier ein Häuschen zu haben, ne? Auf der geschützten Insel innerhalb der Lagune. Es gibt auch viel zu verkaufen hier. Ne? So, jetzt geht es an der Lagune von Neisner entlang Richtung Westen. So, ich gehe jetzt, oder wir eigentlich, wir gehen jetzt erstmal Mittagessen, ne? Und jetzt nicht nur irgendwas zum Mittagessen, sondern weil wir hier in Neisner sind und an der Neisner Lagune, habe ich euch gesagt, es gibt hier 2 besondere Dinge. Das eine sind Seepferdchen und das andere sind Austern. Also Mittagessen gibt es jetzt keine Seepferdchen. Aber Austern wollen wir auf alle Fälle schon mal probieren. So, jetzt geht's zu Oysters R Us. Mein persönlicher Lieblingsplatz, um frische Kaltwasser-Austern zu essen. Das Ganze ist hier circa, wollen wir sagen, 5 Kilometer östlich von die Wildernis. Okay, hier ist Natascha, die Besitzerin von Oysters R Us. Kleiner Zwischenstopp zwischen Neisner und Wilderness. Immer gut für Lunch. Frische Oystern aus dem Atlantik. Super schöne Atmosphäre hier, nette Leute. Natascha, long time no see. I've been here many times in the past. I'm glad to feature you on the channel now. Yeah, I must say, it's great. It's great. A lot has happened since we saw each other last. That's true. but we are on the way up. You know, and für euch, die jetzt momentan nicht hier sind, auf alle Fälle mal die Natascha kennenlernen, wenn ihr da seid.
Das ist optimal und ich zeige euch jetzt einmal, wie das funktioniert mit den Austern. Natascha, take it away. So, wir haben hier natürlich ein perfektes Setup. In diesem Becken ganz kalt, da werden die Austern frisch gehalten. Das ist extra gekühlt durch Kühlaggregate, die da hinten im Hintergrund laufen. Und dann kommen die da raus. Ganz lecker Austern. Und dann zeigt uns die Natascha mal, wie man die verarbeitet. So viel ich mich erinnern kann, hat das Nataschas Papa gemacht, weil das perfekt funktioniert und da tut sie sich nicht weh dabei. Ist nämlich nicht ganz ohne, also kann man sich durchaus verletzen. So, Natascha, show us what you do. Ja, da muss man dann so reinstechen und dann in eine bestimmte Richtung schneiden, damit der Muskel von dem Gehäuse abgetrennt wird. Und dann kommt die tiefe Seite der Muschel auf den Teller und diese Flüssigkeit bleibt dann drin, weil die schmeckt besonders lecker. Das war's. Thank you, Natascha. Pleasure. So, jetzt Austern in 6 verschiedenen Varianten. Natascha und Team, wie immer wunderbar hier zu sein. Das ist auf alle Fälle eine Muss-Adresse, wenn ihr mal an der Garden Route seid. Thank you very much, Natascha. It's an absolute pleasure. For this lovely experience, as always, I really enjoy it. It's nice and relaxed here. And your oysters are absolutely fantastic. Vielen Dank. Und hier vorbeischauen bei Oysters are Us. Ciao. Thank you. Geht hier rein, welches ein sehr schöner Aussichtspunkt ist, mit einer wunderbaren Aussicht auf ein wirklich sehr interessantes Gebäude. Könnt ihr lesen, die Karte von Afrika. Jetzt habt ihr auch schon ein bisschen Afrikaans gelernt, also die Karte von Afrika, die Map von Afrika. So, the Map of Africa. Das schaut dann folgendermaßen aus. Hinten hat man schön den Hintergrund der Otenikwa-Berge. Ja. Da unten ist der Caimans River. Der geht so außen rum. Ja. Und wenn ihr euch einmal die Form ein bisschen so anschaut von dem Hügel, der da zwischen dem Fluss nach oben geht, ja, da unten ist die Südspitze, also da wäre dann Kapstadt, da drüben wäre Westafrika und da geht es dann Richtung arabischer Halbinsel rauf. Ja, also mit ein bisschen Fantasie kann man sagen, okay, das schaut aus wie die Karte von Afrika. Da drüben ist übrigens gerade die Brücke, wo mir, also die Straße, die über den Caimans River drüber geht. Ein Stück weiter oben haben wir gerade runtergeschaut auf die Eisenbahnbrücke. Hello Coffee! Am wunderschönen Aussichtspunkt Map of Africa. Hier übrigens, die sind jetzt leider ein bisschen eingestaubt, aber sind schöne Proteen. Das ist jetzt der Typ Sunset. Na, das ist der Typ Pincushion.
extra guten Cappuccino. How's it, Edgar? Yeah, well, this is probably the nicest coffee shop. It's the nicest view I've ever seen in my entire life. Yes, so we got a view, we got nice coffee, so let's be with the super. Nice music. Nice music. Cool stuff. Fantastic, yes, man. Very good. Okay, I have the cappuccino and I have a look around. Kann man natürlich nicht sehen, weil das komplett von Ried umwuchert ist. Also gibt es jede Menge Nester, alle möglichen Vögel, zum Teil auch Seevögel, die hier brüten. Und es ist typisch für all diese Wasserflächen hier um die Gegend von Meisner, dass es hier ein absolutes Vogelparadies hat. Ne? I'm at the gate. Hi, Diane. I'm at the gate. Yes. Perfect. Thank you. How's it, man? He is the expert. How's it, man? Long time no see. So. Die GS ist gut für die Nacht vorbereitet, muss sich auch ausruhen, weil morgen geht's richtig zur Sache. Na? Gut, hier auf Diane's Farm, wunderschön am Rondeflay, direkt zwischen Wilderness und Neisner. Wenn ihr wissen wollt, wie man hierher kommt, unten in den Kommentaren sind wie immer Telefonnummern und Webseiten und so weiter vermerkt. Aber jetzt schaut euch einmal an, wie schön diese Unterkunft ist, die mir Diane hier zur Verfügung steht. Einfach ein Traum, ne? Wie ein Märchen hier. Erstens geht es mal ganz eng hier durch in einen kleinen Mini-Obstgarten. Ne? Hier hat es Zitronenbäume, hier hat es Erdbeeren. Wunderbar. Und dann geht es weiter. Und hat hier ein kleines Feuerpit. Da kann man schön grillen, schön Stühle. Dann geht es hier weiter. Sorry für meinen ganzen Kram hier vom Bike runter. Aber schaut euch mal an, wie schön das hier drin ist, oder? Mit einer kleinen Küche, Kühlschrank, alles um sich selbst zu versorgen. Schönes großes Bett, schöne alte Möbel. Aussicht in den kleinen Obstgarten und dann hier ein wirklich sehr geräumiges großes Bad mit einer riesigen Dusche. Bin total happy und dafür danke ich auch der Diane. Und wenn ihr mal Interesse habt, dann bitte mit der Diane direkt reden und am besten eine Buchung machen. Ne? Jetzt gehe ich noch eine kleine Runde auf Dianes Ekleni Farm. Wunderbarer Grund hier, große ausgewachsene Pinien und jetzt natürlich der absolute super View, also Ausblick über Rondeflay im Sonnenuntergang. Ich meine, besser geht's nicht, ne? Hinten im Hintergrund die Otenikwa-Berge, fantastisch. Okay, ja, die hat da solche Cottages und sowas ähnliches, was ich euch schon gezeigt habe.
Von der Art gibt es zwei, also eine hier und dann eine da unten. Ne? Die schaut ein bisschen besser aus vom View her. Ich kann leider jetzt nicht hin, weil die ist gerade vermietet an Leute und da wohnen jetzt welche drin. Ja, also bin begeistert. Heute war ein super Tag. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen und ihr wart mit diesem Video zufrieden. Wenn es so ist, bitte unten abonnieren, Daumen hoch, Glocke aktivieren. Dann nehme ich euch wieder mit zu meinem nächsten Abenteuer und da freue ich mich drauf. Ciao, bis zum nächsten Video.